Willkommen zurück zu Mario Kart Wii. So, das ist der letzte Part hier heute. Und wir fahren mit Baby Mario. Wir fahren hauptsächlich momentan auch nur mit den kleinen Charakteren, weil wir die kleinen Fahrzeuge gerade freischalten erst. Naja, wir haben nur noch den Blitzcup vor uns. Also diesen wählen wir. Und ja, ich habe jetzt auch schon in den letzten beiden Parts so ein bisschen darüber gesprochen, was mir an den Spiel, also auch jetzt Kleinigkeiten. Ich meine, so ein Gesamtfazit habe ich ja auch schon nach der ersten Grand Prix abgegeben gehabt. Und ja, aber das ist jetzt der letzte Part so vom regulären Spiel. Und ja, genau, wie gesagt, wie auch schon vor zwei Parts angesprochen. Das ist schon mal scharfschriftend. Ich finde an sich so gesehen oder auch eben dieses Detail. Das ist mir jetzt auch erst richtig bewusst geworden, so. Dieses Grinden, dieses hohe Grinden, auch eben mit diesem ganzen Fahrzeugteil und Charakteren. Normalerweise hätte man hier auf der Klasse auch ganz viele Charaktere freigeschaltet. Und dafür hätten alle Cups perfekt sitzen müssen. Und, ja. Und dieses Spiel aber entgegen ist halt aber auch ein sehr aggressives Mario Kart. Eben, dass du in Mario Kart 8... weicht der Panzer dir automatisch aus, sobald du gerade einmal getroffen wurdest. Also der rote hier zum Beispiel. Hier in dem Spiel hält der Nachfolgepanzer einfach weiterhin auf den Weg darauf zu, weil du der Nächste in der Reihe bist. Und somit kannst du fünfmal hintereinander getroffen werden von verschiedensten Sachen. Und ja, kannst du somit ganz einfach vom ersten auf den letzten Platz kommen und hast dann auch noch einen halben Kilometer Abstand zum nächsten Vorderen so ungefähr. Und das ist halt irgendwie so, das ist dieser bittere Nachgeschmack dafür, dass du dann trotzdem so viel ein bisschen freischalten musst, ne? Mario Kart 8 Deluxe ist halt dagegen ein zu leichtes Beispiel, habe ich ja gesagt. Deswegen Mittelmaß Mario Kart 8 oder Mario Kart 7, wo man eben noch Sachen freischalten muss, aber eben das Ganze nicht dieses zeitbasierte ist, wo man auf Zeit das Ganze freischaltet, ne? Das finde ich ganz gut, dass es auch wieder weggefallen ist. Ja, aber sonst ist das halt ein sehr cooles Mario Kart insgesamt halt, weil, ja, Mario Kart auf der Wii, die Bikes waren erstmalig ganz neu und auch, dass die Bikes eben anders klassifiziert werden und auch anders mit den Wheelies und so und dass sie aber dafür einen Eimer-Drift haben. Manch einer sagt, würde sagen, das Ganze ist damit sehr unfair, also dass die Bikes bevorzugt werden vom Spiel auch. Jein, würde ich dazu eher sagen. Weil mit dem Kart kannst du teilweise, du kannst die Double Drift durchaus ausführen, ne? Und das kannst du damit ausgleichen, so an manchen Kurven oder sonst was. Aber das muss jeder am Ende. Ich muss da lang. am Ende jeder irgendwie doch für sich selber wissen. Und was er da auch am liebsten fahren würde. Oh, deswegen, ja. Also, deswegen, ich finde es trotzdem ganz cool, dass es erstmalig hier die ganzen Sachen gibt. Jetzt heutzutage natürlich auf dem, dass es neuere Mario Kart gibt, vermisse ich trotzdem so diese anderen Features, wie manchmal diese Gleitpassage oder das Tauchen. Aber gut, dafür ist es halt ein älteres Mario Kart. Ne, Mario Kart hat sich auch in der Laufe der Zeit so ein bisschen entwickelt. Und Yoshi, meinst du wohl ein bisschen ernst hier, ne? So, bleib hinten. Und diesmal fahren wir auch richtig rum. Und ja. Das ist halt so, ja, Mario Kart halt, ne? Ich meine, die Strecken an sich sind alle eigentlich sehr gut gelungen. Ich meine, die Remake-Strecken. Jetzt bin ich, ja, die N64-Strecken gefallen mir halt besonders die eher weniger, weil, ja, ich halt diesen Stil nicht so gerne mag. Sonst halt die die SNES-Strecken zum Beispiel, die sehen halt auch relativ ähnlich aus, sind halt jetzt in dem Fall dreidimensional. Das haben sie auch in Mario Kart DS so ansatzweise schon mal angedeutet gehabt. Mario Kart DS werden wir zum Beispiel auch noch immer spielen und wird man es auch noch mal sehen auf den Retro-Strecken. Aber sonst, du bist ja schon wieder da. Nee. Das ist an derselben Stelle. Überleg dir, was du genau tust. So machen wir eher, vielleicht auch mal hier ein paar Wheelies.
Genau, zum Beispiel auch eben mit diesem Wheelie so diesem Vorteil. Es ist so, ich denke da zum Beispiel immer nicht so häufig dran, dass ich ein Wheelie machen kann. Weil es eben das einzige Mario Kart ist, welches dies kann. Deswegen, in der Hinsicht muss ich sagen, ist auch Mario Kart 8 mittlerweile das deutlich ausgeglichene bessere Mario Kart, weil letztendlich die Fahrzeuge da gleichgestellt sind, weil du dich auch einfach nur konfigurierst. Naja, was heißt nur? Du kannst deine Fahrzeuge halt voll und ganz konfigurieren mittlerweile seit Mario Kart 7. Na, okay, dann kommt noch ein letztes Mal. Einfach nur so. Aber alles klar. Deswegen, also, ich meine, dieses Spiel steht trotzdem dennoch sehr gut da und es ist auch ein sehr gutes Mario Kart. Wenn ich dagegen Mario Kart, also Super Mario Kart ansehe, ist das hier natürlich Gold wert, weil das dennoch deutlich humaner ist zu spielen. Aber gut, das ist eine andere Geschichte bei Super Mario Kart. Und letztendlich, wie sich die älteren Teile von Mario, also ich bin ja bisher jetzt mit meinem Mario Kart spielen, wir haben Super Mario Kart gespielt, ich schalte einfach mal hinten, und halt ansonsten jetzt Mario Kart Wii 7 und 8, also Deluxe, wie auch immer. Und dementsprechend werde ich natürlich noch mal sehen und auch mein Fazit über die anderen Mario Karts ziehen, aber natürlich in dem Sinne sind die anderen Mario Karts ein bisschen einfacher, ein bisschen mehr für die Casual-Schiene und sonst was gedacht oder eben auch so, dass man eher auch mal sagen kann, gut, Kumpel AB, spiel doch mal mit, hast du Lust? Ist hier natürlich ein bisschen schwieriger, weil hier das Skill natürlich noch ein bisschen anders ist oder anderer erforderlich ist. Deswegen, und das Ganze auch noch mit der Wii-Steuerung, mit der die Steuerung dazu, ja gut, ist in der Hinsicht casual, du hast Lenkrad und längst mit dem Lenkrad so ein bisschen, gut. Das ist dem das ist ein Argument für dieses Spiel so ungefähr, ne? So, gut. Na komm. Na. Lassen wir mal die Bombe da liegen, aber Waluigi kommt mit. Ja, also trotzdem, im Grundkonzept würde ich Mario Kart 8 Deluxe fast vorziehen, bis auf halt so ein paar, oder eben, wenn ich meine Wünsche hätte, würde ich halt eine Kombination eben aus beiden machen, ne? Teilweise ältere Items wieder zurückkehren lassen, aber auch trotzdem manche Elemente, auch besonders im Online-Rennen, so ein bisschen von beiden so das Beste nehmen, ne? Immer. Weil letztendlich im Online-Modus ist es ja so, da hast du ja grundsätzlich diese Protection, diese Safety-Protection, du wirst getroffen und da hast du ja, ich weiß nicht, das sind so 2-3 Sekunden, die du dann erstmal gar nicht getroffen werden kannst. Ist mir auch so gesehen an manchen Stellen ein bisschen zu lang und deswegen, du kannst ja auch Mario Kart 8 Deluxe kannst du ja auch letztendlich dann einfach da, ja, dich auch manchmal gut auf dem ersten Platz damit retten. Gut, das geht ja auch in der Hinsicht. Und deswegen, wenn ich, würde ich halt eben so diese Protection so vielleicht halbieren oder maximal eine Sekunde machen oder sonst was, so dass man nicht halt doppelt direkt getroffen wird. Aber genau, eben ein Panzer sollte trotzdem halt dynamisch agieren können. Oh, der wurde gerade getroffen. Alles klar, ich visiere den nächsten an. Wenn dann aber trotzdem genau vor deiner Nase ein Hindernis ist und du zu doof bist zum Fahren, dann sollst du natürlich trotzdem dafür bestraft werden. Ist ja einfach so. Wäre nur fair, weil, ja, würde ich so fehlen. Gut, und halt, Items, guck mal, die Mogelpackung. Es ist so ein Uses-Item, was du auf die Strecke legst und von wegen, ja, auf gut Glück fällt da jemand rein, ne? Stattdessen haben wir eine Münze. Oder auf den ersten Platz kriegst du natürlich einen Pilz, auch mal selten. Aber ich finde die Mogelpackung sogar nochmal als Leer-Item. So kannst du nämlich eigentlich immer haben, dass du die Münze hast. Und die Mogelpackung so gesehen, ne? Dann hast du zwei Useless-Items und dann kann man sich halt nicht mal dauerhaft sichern, ne? Weil letztendlich ist es ja so im Mario Kart, selbst wenn du nur ein einzelnes Feld im Mario Kart 8 Deluxe hast, du kannst dann ja letztendlich, du kriegst eine Münze auf dem ersten Platz, kannst auch die Münze beibehalten und kannst auch so auf dem zweiten Slot dann definitiv ein Abwehr-Item
erhalten. Und das ist dann halt so ein bisschen... Bowser's platt. Ja, und in dem Fall wird es dann möglich sein, mit der Mogelbox, dass man halt auch wieder komplett mal eine Runde oder Itemfelder hat, die man... Wo man einfach Pech hat. Wo man einfach in der Hinsicht Pech hat. Und ja, es ist genauso, wie man auf dem 7. Platz einfach mal einen Pilz bekommt. Oder 7. oder auf dem 11. Platz einen einfachen Pilz bekommt. Und der Typ, der neben dir quasi auf dem 10. ist, der kriegt dann einfach mal voll krass den Kugelwilli. Und du denkst so, ja, danke für nichts. Und genau so kann es auch auf dem 1. Platz mal sein, dass du genauso auch mal einfach leer ausgehen kannst. Und nicht nur mit der Münze, sondern einfach Münze und nichts. Genau, und sowas hier, eine Bombe. Mit einer Bombe ein Item abwehren in Mario Kart 8. Nein! Eigentlich nein. Ich meine, ich nutze es sehr viel, aber... gut, weil man die Möglichkeit hat, ne? Wenn man die Möglichkeit hat, nutzt man sie auch, ne? Aber letztendlich ist es ja so, wenn ein Bowser auf die Bombe trifft, dann sollte er doch einfach hochgehen und du gleich mit ihm. Nutze keine Bombe als Verteidigung. Deswegen, auf dem 1. Platz kannst du ja auch eine Bombe bekommen. Ups. Oh, hau mich doch fast in die Wand. Hau mich doch in die Wand. So. So, einmal. Yoshi, Yoshi. Hallo, Yoshi. Yoshi, Yoshi. Ja, aber was Gutes? Nein, okay, nicht. Ja, ansonsten, aber ist das Spiel hier trotzdem sehr solide, ne? Ist ja einfach so. Und. Genau sowas, ne? Und die ganz auch einfach getroffen werden, ne? Nochmal getroffen werden. Weil hier den Paul, den hätte ich ja abwehren können. Aber da war ich ja gerade ein bisschen zu blöd für. Aber ja. So, 3. Platz. Weiter Platz. Ah. Zum Beispiel in dem Fall war der Rote wahrscheinlich genau so nah neben mir, dass der mich nicht anvisieren konnte in dem Fall, ne? Das sind aber auch die Ausnahmen in Mario Kart, die gibt es ja natürlich auch. Ausnahmen bestätigen ja immer die Regel. Aber im Generellen hätte ich mir das schon eher gewünscht, wenn ich wenigstens noch 2. werden. Kann ich mir jetzt abschminken. Gut, dann werde ich 3. Ja. So, mal als Vergleich so gezogen zwischen dem aktuellsten und dem zweitaktuellsten Konsolen Super Mario Kart. Ich meine, Mario Kart 8 oder 8 Deluxe, die unterscheiden sich ja in der Hinsicht nur wenig. Also jetzt seit dem DLC ein bisschen mehr, aber generell trotzdem immer noch ein bisschen wenig. Ja, okay. So, Glückwunsch. Wir kriegen einen Goldpokal mit der Bewertung 1 Stern. Immerhin noch. Und dann gibt es auch immer die Endcredits. Die skippen wir auch hier ein letztes Mal. Weil, ja, warum halt, ne? Nintendo, genau, Shigeru Miyamoto, du hast das Spiel entwickelt, ist ja klar. Und, das ist ja ganz toll. Ich will das ja wegdrücken. Ich will das wegdrücken! Ich will das wegdrücken! So, 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 ich will das wegdrücken! Darf ich das jetzt gar nicht wegdrücken? Nein? Ich darf das nicht wegdrücken. Dabei haben wir doch schon die ganze Zeit darüber gesprochen, von wegen, wie das hier abläuft. Naja. Aber, oder weil ich jetzt alle Cups einmal durchgezogen habe. Och, Nintendo. Na gut, wenn das so ist, dann müssen wir das noch einmal genießen, ne? Da ist mein Mii, hallo Mii.
Aber trotzdem, sonst könnte ich das immer wegdrücken. Das nervt mich jetzt. Ich will das wieder wegdrücken. Wir haben es auch einmal geschaut. Nintendo. Oh, manchmal machst du auch einfach Nintendo Move, ne? Nicht wegskippbare Credits oder sonst was. Du musst dir anschauen, wer das alles entwickelt hat. Naja, aber gut, dann sind wir jetzt halt damit durch und das ist halt Mario Kart Wii. In Kürze startet bei mir als Nachfolgeprojekt ja Mario Kart Wii CDGPR als solches. Darf ich das denn wegdrücken? Nein, auch nicht. Das dann hier wegdrücken? Nö. Naja, gut, dann nicht. Ja, Mario Kart Wii CDGPR, ich meine, das ist ein Projekt, ja, eigene Strecken, haben wir auch schon ab und zu im Stream gespielt. Und jetzt gibt es halt das volle Let's Play, alle Strecken dazu, einmal alle Strecken angefahren, geguckt, was gibt es denn hier noch so alles. Gute Strecken, schlechte Strecken. Und muss ich schauen, ob ich auch wieder, oder ob ich das Ganze ähnlich wie Dennis nach Noten bewerten werde im Mario Kart 8. Custom Track habe ich das jetzt nicht gemacht. Muss ich mir noch überlegen. Aber erstmal bin ich froh, dass ich Mario Kart Wii in der Hinsicht abgeschlossen habe, muss ich jetzt sagen. Und ja, ich meine, es ist ein Projekt. Ich meine, ich habe mir vorgenommen, du fährst alle Cups und ich habe auch zu Anfang richtig Bock gehabt, aber jetzt auch irgendwann zur 150er Klasse. Ich weiß nicht, ob man das auch vielleicht zwischendurch ein bisschen gemerkt hat. Dann war die Lust zwischendurch ein bisschen weg, weil du bist die ganze Zeit durch die Strecken halt jedes Mal wieder zu fahren und wieder zu fahren. Aber macht dann irgendwann doch nicht mehr ganz so viel Bock. Aber gut. Es ist geschafft und ja, deswegen muss ich schauen, ob ich die weiteren Mario Karts nochmal so ausführlich mache oder nur eine reduzierte Version in der 150er Klasse oder wie auch immer. Müssen wir schauen. Müssen wir letztendlich schauen. Muss ich schauen. Und ja, deswegen. Aber damit haben wir ja schon mal ja Mario Kart 8, Mario Kart 7, Mario Kart Wii und Super Mario Kart. Sprich, haben wir ja schon ein paar Mario Karts Let's Plays. Also die Hälfte haben wir durch. Ist das schon mal etwas. Also, was gibt es denn als nächstes für Mario Kart in der Reihe? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Aber wir werden es schauen. Irgendwann. Aber erstmal gibt es, ja, CDGPR, ne? So, genau. Alle Rechte, bla bla bla, gehören ins Spiel. Szenario gehört alles Nintendo. Gut. Das wissen wir ja. Nein. Wollen wir nicht. Und wir haben nicht mal. Aha, den Blue Falcon haben wir jetzt. Noch was? Nö, alles klar. Mehr noch nicht? Gut, dann nicht. Dann wünsche ich euch. Deswegen, wir haben das Spiel durchgespielt, weil alle Cups. Ich meine, alle in Gold. Alle in Gold. Das ist schon mal etwas. Und ja. Okay, das heißt, an der Stelle war es das wirklich mit Mario Kart Wii. Ich wünsche euch was. Bis dahin und ciao.